Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete. Guten Tag, mein lieber Vincent Kokert. Ja, so möchtet ihr auch begrüßt werden, aber ich möchte doch einiges sagen zu der Haushaltsdebatte und ich würde ganz gerne mit einem Bild anfangen, nämlich dass, wenn Sie sich jetzt erinnern an die gestrige Generaldebatte, war das ja manchmal hier, vielleicht so kleine Ansätze wie ähnlich, eher laut. Und gestern Abend hatten wir ja in der Schlosskirche ein wunderbares Konzert. Und ich habe mir jetzt unsere Minister und Ministerin so ein Stück weit mit Musikinstrumenten vorgestellt. Ich habe unlängst gelesen, dass Frau Schwesig beispielsweise die Flöte spielt. Wir konnten uns davon überzeugen, dass Herr Cafier sogar vierhändig Klavier spielen kann. Herrn Backhaus würde ich die Trommel zugute halten und der Frau Polzin die Triangel. Für die jetzt nicht genannten Ministerinnen und Minister, die mögen mir nicht böse sein, aber das sind so die, die in meinem Bereich ein bisschen zum Nahfeld gehören. Aber ich frage mich, du lasst mich doch mal. Denn die wirkliche Frage ist doch, was ist mit dem Ministerpräsidenten? Ist ihm sein Stöckchen abhanden gekommen oder hatte er gar keine Noten? Er kann leider heute darauf nicht antworten. Es gibt ja auch immer solche Regeln hier vorne, ich dürfte Ihnen ja kein heiles Stöckchen dann wieder übergeben. Das hebe ich mir auf. Aber was will ich damit sagen? Genau, Herr Renz, und jetzt passen Sie auf. Es ist ein Orchester, was nicht gestimmt ist. Und mache dann auch meinen Ausflug hin als erstes zu dem bürgerschaftlichen Engagement, was hier Herr Bahlen ja vorhin so wohltönend hervorgehoben hat. Im Sozialausschuss ist dieses gar nicht betrachtet worden, diskutiert worden. Stattdessen stehen noch immer 680.000 Euro drin für bürgerschaftliches Engagement. Und jetzt kommt dazu noch mal 50.000 für Mitmachzentralen. Als ich dann im Finanzausschuss war, wo dann dieser Antrag eingebracht wurde, mit anderen auch, die nicht im Fachausschuss diskutiert wurden, konnte mir der Kollege Fraktionsvorsitzende Niseri darauf keine Antwort geben. Ich fand das schon ein bisschen bezeichnend, denn da war offensichtlich wieder eines deutlich, das, was wir alle kennen, Aktionismus. Aktionismus pur. Und auch das ist das, was ich im Einzelplan 10, ja, das kann man sagen, das findet man. Und das, was wir nicht finden, und da widerspreche ich Herrn Bahlen aufs Schärfste, ich finde keine Struktur. Denn das, was mit dem jetzigen Haushalt passiert, ist nochmal die Verführung von Doppelstrukturen. Und das ist das, was wir immer wieder fordern, hier endlich saubere Bahnen einzugehen. Und deswegen haben wir auch in der Entschließung immer wieder darauf gedrungen, endlich verbindliche Förderrichtlinien auf den Weg zu bringen. Immer noch sind 10 Richtlinien im Einzelplan 10 schnellstmöglich. Schnellstmöglich ist ein dehnbarer Begriff. Oder ich komme auf den Bereich der Gleichstellungspolitik, wo ja auch die Frauenhäuser zu finden sind. Die haben seit anderthalb Jahren keine Richtlinie mehr. Die ist in Überarbeitung, aber die Kolleginnen und Kollegen der Landesarbeitsgemeinschaft werden dort offensichtlich nicht einbezogen. Ich kann nur hoffen, dass die Förderung dieser Einrichtungen gesichert ist. Ich habe auch das Wort aber. Und es ist ja vorhin immer wieder gesagt worden, Kommunalfinanzen. Wie geht es denn jetzt den Frauenhäusern? Wie geht es Schulsozialarbeit, Jugendsozialarbeit? Sie sind nach dem Gesetz immer noch sogenannte freiwillige Leistung. Und gerade die 4 Einrichtungen, die eben in den ehemals kreisfreien Städten waren, das ist Wismar, Neubrandenburg, Stralsund, Greifswald, es sind sogar 5 und Neubrandenburg, haben ein großes Problem, dass sie nämlich keine Verbindlichkeiten haben in der Finanzierung. Und von daher finde ich es umso bedenklicher, dass zwar in dem sogenannten Kapitel 1005 immer wieder Verpflichtungserklärungen ausgesprochen wurden, was ich ausdrücklich begrüße, aber bei dem wichtigen Bereich Frauenhäuser, Opferberatungsstellen, ist dieses nicht zu finden. Und ich kann heute, oh, Frau Polzin ist jetzt leider nicht da, ich habe dieses nochmal für mich raufgenommen, weil ich finde es einfach wichtig, hier ein Zeichen zu setzen, dass die Träger wenigstens 2 Jahre einigermaßen Ruhe haben, denn eines würden ja auch Förderrichtlinien auf den Weg bringen, nämlich das, dass es endlich
eine Sicherheit gibt, nämlich eine Finanzierungssicherheit. Und dann könnten auch die Kolleginnen und Kollegen der Vereine die doch immer wieder geforderten innovativen Projekte auf den Weg bringen. Aber die, und das ist auch die Kritik, die vom Bündnis 90 Die Grünen, wie Herr Schubert wahrscheinlich meint, immer wieder der stete Tropfen. Was wir brauchen, ist eine Struktur. Wir brauchen nicht immer wieder ein neues Projekt, eine neue Initiative. Die ist in Teilen gut, die ist auch wichtig. Aber das, was wir brauchen, ist Struktur und insbesondere für den ländlichen Bereich. Und meine Kollegin Jacqueline Bernhardt wird jetzt nachher noch mal auf zwei von uns zusammengestellte Anträge kommen. Der eine davon wird der der Jugendberufshilfe sein. Das, was dort im Ausschuss gelaufen ist und auch was im Haushalt steht, ist mehr als fragwürdig. Da steht nur eine Erläuterung: entfallen. Entfallen steht auch bei der Adoptionsstelle. Einfach entfallen. Ohne eine Erläuterung. Und wenn die Opposition fragt, was uns ja hoffentlich immer noch erlaubt ist, wird geantwortet, das können Sie sehen, Sie können auch eine schriftliche Frage stellen. Aber ich denke, das ist für uns nicht hinnehmbar. Und meine lieben Kolleginnen und Kollegen, gerade der SPD und CDU, warum haben wir denn so viele Fragen gestellt? Warum haben wir so viele Anträge gestellt? Weil diese Bereiche von Ihnen nicht beachtet werden. Sie werden nicht nachvollziehbar sind. Sie, genauso. Herr Barlin, ich möchte noch auf zwei Sachen zu sprechen kommen. Sie haben hier vollmundig eben die 1,5 Millionen Euro für den ambulanten Bereich in der Pflege genannt. Meinen Sie nicht im Ernst? Also erinnern Sie sich bitte an die Debatten hier zum Sozialhilfefinanzierungsgesetz. Erinnern Sie sich bitte an die Anhörung in der Enquetekommission. Diese 1,5 Millionen Euro sind, und da bediene ich das jetzt mal, der Tropfen auf den heißen Stein. Und sich das jetzt hier auf die Fahnen zu schreiben und zu sagen, wir haben da was gemacht, obwohl es schon seit 2008 auch vom Sozialausschuss immer wieder der Paradigmenwechsel eingefordert wird, fehlt es schon ein bisschen dünn. Also das finde ich einfach nicht fair, das finde ich auch den Leuten gegenüber draußen nicht fair. Und ich denke, da muss der Ministerpräsident, der Dirigent, darum geht es nicht. Darum geht nicht in die richtige, es geht in die richtige Richtung, Herr Barlin. Aber wir haben damals vereinbart und deswegen haben wir dem Landespflegegesetz zugestimmt, dass gesagt wurde und uns versichert wurde, der Ausbau der ambulanten Hilfe. Diese 1,5 Millionen... Das reicht doch nicht, das habt ihr doch selber festgestellt, deswegen habt ihr doch nachjustiert. Ich finde es einfach unehrlich, was hier abläuft. Und jetzt möchte ich, weil ich ja gleich zum Ende kommen muss, nochmal auf den Ministerpräsidenten kommen. Das, was hier im Bereich Sport für Ehrenamt so hochstilisiert wurde, übrigens auch erst im Finanzausschuss, ohne dass der Fachausschuss sich damit befasst hat. Dann in unserem Bereich diese vielen kleinen Baustellen des bürgerschaftlichen Engagements. Dann gucken wir in den Verbraucherschutzbereich, Umweltbereich, gibt es das Projekt Neue Dorfmitte, auch mit einem sehr großen bürgerschaftlichen Ansatz. Das, was aber fehlt, ist eine Strategie. Es wird so viel Geld ausgegeben und Sie wollen doch nicht im Ernst glauben, dass 50.000 Euro für Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen reicht. Wir brauchen eine Struktur und wir brauchen endlich, damit wir nämlich im Jahre 2019, 2020 klarkommen, Strukturen, die auch sagen, Leute, ich habe zu. Ich rede jetzt von den Mitmachzentralen. Ne? Denn es ist ja nie richtig erklärt worden. Herr Barlin, es ist hier nie richtig erklärt worden, was Sie überhaupt damit verfolgen, was Sie damit wollen. Es zeigt aber wieder, Sie haben ja ein Empfinden für Probleme, das gestehe ich Ihnen ja zu. Aber die Ergebnisse daraus, wirklich mal die Punkte auf den Punkt zu bringen, dann wirklich auch Konsequenzen zu führen. Wir haben die Diskussion öfter geführt mit diesen 680.000 Euro. Die kriegen nämlich die großen Träger, um ihre ehrenamtliche Arbeit im Verbund zu klären. Denken wir, und das sehen wir kritisch, und dafür ist ja so eine Debatte auch da, müssen wir nicht zukünftig umdenken, umlenken, um bürgerschaftliches Engagement eben nicht nur in der Stadt, sondern auch im Land umzusetzen. Im Ganzen ist es so, dass der Einzelplan 10 von uns abgelehnt wird. Ich danke für die Aufmerksamkeit und bitte um Zustimmung unseres Antrages. Applaus